Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Unboxing. Ich denke mal Unboxing und Hardware-Video alle dem einen. Wir wollen uns die Kamera mal angucken für die PS5 und ich werde dann natürlich mit der Capture-Karte ein separates Video machen noch, was die Kamera alles kann, damit das bessere Grafik ist oder mit Kamera, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Die wollen wir jetzt auspacken und die Katze macht sich gerade hier schön dick. So. Mausi ist etwas neugierig gerade. Ich installiere auch schon gerade Dragon Ball Z Kakarot. Da muss ich dann gleich noch gucken, wo der Season Pass am billigsten war. Ich glaube, es war bei Ineba. Aber da muss man ja auch für PayPal Gebühren bezahlen. Bei Ineba, wenn ich mich recht erinnere, muss ich mal nachgucken, wo dann halt mit Gebühren am billigsten ist. Ich guck mal. Beim PSN kostet es, glaube ich, 29 Euro. Oder 24 Euro. 24 Euro. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Heft und so brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht. Ist da noch was anderes drin? Nö, Heft brauchen wir nicht. Schwachsinn. Ich denke mal, wird mit einem USB-Anschluss angeschlossen. So, und dann haben wir hier die Kamera. Ach, da ist ja noch eine Folie drauf. Ah, hier unten kann man das. Ah, okay. Ist kleiner als ich gedacht habe und kleiner als die PS4 Kamera. Ich hoffe, die ist jetzt wenigstens mal was besser und oh, ich weiß, mit der Kamera da ach Mann, ey Sony, was macht ihr da immer? Bei der PS4 die Kamera hat total toll, ja, die soll wohl alles erkennen und so, aber bei Spielen, wo die Kamera benötigt wird, wenn ein Erwachsener und ein Kind spielt, dann kriegt die Kamera das nicht hin. Zwei Kameras sind da und kriegt nicht hin, dass einer für den Erwachsenen, einer für das Kind ist. Nein, es können Kinder miteinander spielen, es können Erwachsene miteinander spielen, Erwachsene mit Kindern geht nicht. Bei Rabbids, beste Beispiel. Hier haben wir dann noch so Gummi. Ich werde die aber so lassen und werde die einfach auf die Soundbar rauflegen. Ich denke mal, das wird reichen. Der Kabel ist aber schön lang. USB 3.0 Anschluss haben wir natürlich hier noch. Wie ich das anschließen werde, ehrlich gesagt, Leute, das brauche ich jetzt nicht filmen. USB 3.0 Anschluss. Einfach rein und fertig ist. Aber wir gucken gleich mal noch nach. Achso, die haben jetzt hier diese Bio-Dinger jetzt überall. Die grauen. So, gucken wir mal, wie lang der Kabel ist. Der ist so ziemlich dick, der Kabel. Dann gucken wir mal. Ich weiß auch gar nicht, ob die ein eingebautes Mikrofon hat. Der Tisch ist 80 cm, einmal, also fast 1,60 der Kabel, also der USB-Kabel. So, ich zeige euch die mal von nahen. Die ist ziemlich klein. Also hier ist jetzt noch die Folie drauf, die lasse ich jetzt auch noch drauf. Alles so im PlayStation 5 Design, also sehr schmal gehalten und dann halt mit hier der Lücke und so wie der Standfuß, der ist ja auch so in etwa so. Und dann oben zum Laden halt. So, kann man das auch drehen hier? Ah, das kannst du auch drehen. Ich zeige euch das von der Seite. So, und dann zumachen. Ich werde sie so raufstellen. Und dann mal gucken. Also so auf die Soundbar raufstellen. Und dann kann man ja hiermit so ein bisschen variieren und kann jetzt dann so umdrehen, so. Aber ich denke mal, nach unten richten brauche ich sie nicht. Ich denke mal so nach oben, wie sie jetzt ist und dann auf der Soundbar stehend ist ganz gut. Auf dem Fernseher würde ich sie jetzt ungern rauf machen wollen, weil dann gehen die Kabel nur hinten lang und dann hängt das runter und das finde ich dann nicht schön. Der Kabelschacht ist nämlich auf der rechten Seite vom Fernseher und dafür wird das halt ein bisschen zu kurz werden, der Kabel. Verarbeitung sieht ganz gut aus. Also Verarbeitung war nie das Problem bei den Sony-Geräten, muss ich echt mal so sagen. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe die Kamera von der PS2 gehabt, von der PS3, von der PS4, von der PS5 jetzt auch.
Und Sony lobt die Dinger immer. Ach, hier haben wir auch nochmal Gummi drunter. Das ist so ein. Und dann ist hier auch nochmal Gummi, damit es fest ist. Sony lobt die Kameras immer und Raumklang vom Mikrofon und total gute Mikrofone, Stereo-Mikrofone. Bei der PS4 damals, die Mikrofone haben sich scheiße angehört bei der PS4. Raumklang, der hat kein Echo rausgefiltert. Oder selbst wenn du nicht mal ein Echo zu Hause hattest, auf dem Kameramic war ein Echo drauf. Das war eine Katastrophe. Also da habe ich mir mehr erhofft. Die soll jetzt wirklich laut Sony 1080p Full HD Capture haben und halt wie gesagt mit dem Background, ich bin gespannt, wegen dem Background unsichtbar machen oder rausschneiden, ob das so funktioniert. Bei der PS4 war es ja nicht möglich. Bei der PS4, da konnte man ja nur, hoppala, gut, jetzt ist die Kamera rausgefallen und kaputt. Scheiße. Puh, Glück gehabt. Kamera ist nicht kaputt. Ich muss das mit dem Ring abbauen. Das ist kontraproduktiv. Das geht nicht. So, ich werde das jetzt einfach mal drinnen lassen. Chaos, was war? Ich habe es jetzt mal schnell abgebaut. Und also, damit das versteht, hier oben ist eigentlich die Kamera drauf gewesen. Hier war das Fenster. Und weil die Kamera, weil der Ring so klein ist, konnte ich die nicht komplett, so wie jetzt, den Standfuß drauf haben, sondern nur vorne ein Stück. Und da ist sie jetzt rausgerutscht. Ich brauche ein größeres Ringteil. Ich habe gedacht, das klappt, aber ist für Handys okay. Also das habe ich ja zusätzlich gekauft. Aber Kamera kann man auch hinmachen, also Webcam oder sowas. Da kann man auch das Ding hier nehmen, aber so. So ist es nicht so pralle, muss ich sagen. So, wie gesagt, wir werden die jetzt bald anschließen. Ich hoffe wirklich, dass die diesmal ein bisschen was besser ist. Weil die letzten haben mich alle sehr enttäuscht von Sony. Mal gucken. Ich befürchte, also ich will jetzt nicht in Euphorie ausspringen oder so und sagen, jetzt endlich haben sie den gekriegt. Ich glaube eher, das wird genau der gleiche Scheiß sein, so wie immer. Die sagen 2080p, wird aber nicht so toll aussehen. Der Zoom-Effekt wird nicht so toll sein. Außenrum unsichtbar machen wird teilweise funktionieren. Also ausschneiden wird teilweise funktionieren. Ich glaube nicht, dass Sony da jetzt so viel dazu gelernt hat. Und auch vernünftige Linsen eingebaut hat. Und auch für abends, wenn es denn halt was dunkler ist, einen vernünftigen Lichtverstärker eingebaut hat. Glaube ich eher weniger. Wir werden uns davon überzeugen. Ich bin mal gespannt. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Koffer hat euch gefallen, auch wenn es chaotisch war. Däumchen werden da trotzdem natürlich ein Träumchen. Und ich brauche jetzt nicht filmen, wie ich den USB-Kabel daran mache. Das wäre Quatsch. Werden wir sehen. Ich werde dazu auf jeden Fall nochmal ein Video machen. Kamera seht ihr, geht doch wieder. Habe gerade Glück gehabt. Also ein paar Mal Neustart gemacht. Hat nichts funktioniert. Dann ausgemacht. Nochmal die Linse sauber gemacht. Akku raus, kurz gewartet, Akku rein und dann hat sie auch wieder vernünftig gezoomt. Sie hat funktioniert, wenn ich rangezoomt habe, aber dann kann man, so kann man kein Video machen. Aber es hat funktioniert, sie geht wieder. Also ich werde jetzt mit dem Ring weg auch sein lassen. Ich werde den Ring dann halt hier neben aufstellen oder so. Müssen wir mal gucken, so ein kleines Stativ oder so und den dann daneben stellen oder so. Müssen wir mal gucken. Ich habe ja noch ein paar Stativs oder so. Müssen wir mal gucken. Ich bin jetzt weg. Däumchen werden Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream. Schaut bei Twitch vorbei. Bis dahin, ahoi. Seid euer Odin.